Der Juli steht kurz vor der Tür und damit auch ein kleiner Teaser zu den nächsten großen The Sims 4 Inhalten. Was genau wir für Packtypen in den nächsten 3 Monaten erhalten werden, erfahrt ihr in diesem Video. Normalerweise teilen die Entwickler die Teaser zu den kommenden Packs immer am Anfang des nächsten Monats, diesmal aber schon etwas früher. Gestern Abend konnten alle Spieler auf Twitter einen kleinen Teaser zu kommenden The Sims 4 Inhalten bewundern, den ihr ebenfalls auch hier seht. Auf den ersten Blick fallen hier die offensichtlichsten Sachen auf. Wir bekommen ein neues Baumodus und erstelle ein Sim-Modus-Set, aber auch eine neue Erweiterung steht in den Startlöchern. Jetzt ein wenig mehr zu den Details, mit denen sich die einzelnen Thematiken ein wenig eingrenzen lassen. Neben dem Baumodus-Set sind gemalte Kakteen abgebildet, die vielleicht auf einen Cowboy, Western oder allgemein südamerikanischen Baustil hinweisen könnten. LuddySimmer hat hier auf Twitter ebenfalls eine Grafik eines Sims Freeplay Updates veröffentlicht, die genau meine Vorstellung dieses Sets widerspiegeln. Zum Erstellen eines Sim-Modus gibt es nicht wirklich irgendwelche Hinweise, dafür aber wohl zum spannendsten Inhalt für die Sims 4, das Erweiterungspack. Hierzu würde der klassische Highschool-Hut und die Stifte sowie das spitze S, welches früher in der Schule überall hingemalt wurde, passen. Das deckt sich ebenfalls mit den vorherigen Highschool-Leaks, damit ist es also mit einer 99%igen Wahrscheinlichkeit offiziell. Hier versteckt sich vielleicht sogar eine kleine Neuerung des großen Erweiterungspacks. Erhalten wir bald Bubble Teen The Sims 4? Das werden wir hoffentlich in einer baldigen Ankündigung erfahren. Ansonsten gibt es ebenfalls ein neues Basisspiel-Update, neben dem eine kleine Transflagge platziert wurde, vielleicht ebenfalls ein kleiner Hinweis? Alle diese Inhalte kommen in den nächsten 3 Monaten. Am Ende vom Clip sehen wir den Hinweis Juli bis August als genauere Zeitangabe. Wahrscheinlich wird der Juli der Erweiterungsmonat, die anderen beiden dann aber relativ leer. Hier können wir uns dann über die neuen Sets freuen. Wenn es hier etwas Neues gibt, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Was denkt ihr zu den frisch angekündigten Inhalten? Freut ihr euch über die offizielle Bestätigung der Highschool-Erweiterung oder wäre ein anderes Thema für euch persönlich spannender gewesen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.